Hallo zusammen, heute nehmen wir mit auf eine kurze, gemütliche Winterwanderung im Osten der Stadt St. Gallen. Die Wanderung fängt bei der Bushaltestelle Wielen an und geht dann über den Schachenbüchel und den Schauerhof zu der Strasse, einen kurzen Strassenau und noch anschliessend gemütlich in einem Wald darauf, wo man immer wieder einen guten Ausblick auf die Stadt St. Gallen hat. Die Wanderung geht zuerst durch den Achselwald und später dann durch den Hagenbuchwald. Im Hagenbuchwald, am Ende des Wegs, kommt dann ein steiler Aufstieg, der aber relativ kurz ist, bevor es dann weiter oben, zuerst im Wald und nachher auf einer Wiese, wieder in die andere Richtung zurückgeht. Nach dem Wald geht es über eine schöne Winterlandschaft Richtung Hueb. In einem kleinen Weiler oberhalb von St. Gallen vor Gitzibühel. Nach dem Weiler hat man dann einen herrlichen Ausblick auf den Bodensee und bei gutem Wetter sieht man auch Deutschland hinter dem See. Anschliessend kommt der Abstieg Richtung Schachenbühel und dann geht es über den Schaugenhof zurück nach Wielen. Die Wanderung ist gut 5,5 km lang mit 170 Höhenmeter und dauert 1 Stunde und 30 Minuten. Ich hoffe, ihr habt mit dem Video einen guten Einblick in die gemütlich schöne Wanderung in St. Gallen geben können. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Mich freut es sehr, wenn du ein Abo da lässt und kein zukünftiges Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video.